Wir können auch mit Kryptowährung bezahlen. Mich fuck ich Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Digga, früher hatte ich nix, ey. Heute fahr ich durch Beverly Hills, ey. Fahr ich durch Beverly Hills. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Diese Bitch, Digga, will da nur mich. Digga, kauf mir jetzt goldene Glitz. Boah, ey. Man denkt, da vorne zu daten. Boah, Junge! Ja, dann, kommt. Das wo ist er? Er kommt gleich, er ist noch nicht hier, aber ihr könnt doch schon mal Platz nehmen, ja? Danke, Julian. Easy. It's too late to apologize. Ach so, kein Ding. Okay. Stimmt, das habe ich bei mir gar nicht drin, ne? Ich sag immer, die Jungs sollen sich setzen, wenn die Bock haben. Ich hoffe, das stört dich nicht, Leute. Wenn alle da sind, wird schwer, aber ansonsten ist egal. Ja, liebe Freunde. Alles geht ab, Mann. Das geht, Leute. Wir haben keinen Platz in der Familie aktuell. Mogli, du könntest als Anwärter, wenn dann anfangen. Anwärter? Zwei ja, Wochen Anwärter und dann schauen wir. Full. Wir sind wirklich full. Ja, schade, schade. Nächstes Mal vielleicht dann. Mr. Bücken kommt gleich, ja? Über was wollt ihr denn reden? Könnt ihr so ein bisschen anteasern? Dann können wir die Zeit überbrücken, bis er da ist. Ja. Wahrscheinlich wie das, was die ganze Stadt momentan jetzt will. Ach so, ihr wollt Tachtach haben, ja? Ah, ein bisschen hier und da. Ja, ja. Verstehe. Ich vermute, ihr seid wegen zwei Dingen hier. Entweder ihr wollt die Waffenroute fordern oder ihr wollt einen Deal auf der Waffenroute haben und wollt uns in den Arsch kriechen. Nein. Eins von beiden wird es 100% sein. Wir Darek weiß ganz genau, dass keins von beiden ist. Deswegen hat das trotzdem gesagt. Also ich will nur sagen, wir wollen die Waffenroute mit Kryptowährung bezahlen. Oh nein, er hat deinen Taser. Ist alles gut. Das ist ein Spaß, Digga. Das hätte klappen können. Ihr müsst schon ehrlich sein, Bruder. Das war schon lustig, Bruder. Manu. Meinst du Layla? Die nee, Ex die, von Alfred? Die hinten, die bei Young Reckless. Ah, das ist Khalila. Wie? Bruder, ist doch gut. Allah. Khalila. Khalila. Okay, so. Easy. Jetzt dürft ihr euch nach hinten stellen. Bitcoin ist da. Ups. Hopp, hopp. Mr. Bitcoin. Sorry, Mr. Bitcoin. Gracias, Mandela. Bruder, sag dir mal, die sollen sich verteilen, Bruder. Ich gerade, dass du ihn beleidigt hast. Bruder, verteilen die. Bruder, verteilen. Ihr kriegt einen dummen Tap, Bruder. Bruder, verteilen. Mann, verteilen uns nicht, Bruder. Hä, bist du dumm? Dann bist du 100% geschossen. Ja, was geht, Bitcoin? Alles fit? Leute, willst du es ihm sagen? Was kann ich für dich tun? Willst du es ihm sagen? Nein, fang ruhig an. Ja, ey, es ist folgendermaßen, ja. Macht gar keinen Spaß, hinzuzugucken, da passiert nicht mal was. Wir würden gerne Waffen kaufen. Ja, wie viele? Das Maximale, was geht. Aber, jetzt kommt der springende Punkt. Der Preis ist ein bisschen zu hoch, mein Bruder. Der Preis hat sich geändert. Was für Preise kennst du denn, Mafia? 13.000 für eine Pistole, 15.000 für eine MK2 und 35.000 für eine 50er. Ja, das ist richtig. Und wie sind die Preise jetzt? Immer noch so. Hab ich den gedribbelt? Ja, ich glaube so. Also kann man noch ein bisschen was am Preis machen? Nein. Ich bitte darum. Selbst wenn. Die Waffenanzahl, die ich dir geben würde, wäre individuell. Ich entscheide nach meinem Ermessen, wer wie viel Waffen bekommt, verstehst du? Verstehst du das? Ich verstehe noch nicht, respektiere dir das, Bro. Naja, so kann ich das unter Kontrolle halten, wer was bekommt. Da ich davon ausgehe, dass du ungefähr 100 bis 150 Waffen im Lager hast, wird meine Anzahl für deine Familie 10 Pistolas und 3 50er sein, die du die Waffe kaufen darfst vorerst. Bro, vielleicht solltest du deine Null wegtun, dann weißt du, wie viel wir im Lager haben. Ich würde nicht hier sitzen. Ich hab dich nicht gehört, Floyd. Eine Null vielleicht weg, dann weißt du's. Ich würde nicht hier sitzen und wir würden nicht nach Waffen fragen, wenn wir genug hätten. Ich bin kein Fan davon, sich mit allem einzudecken und dann das Leben einfach vor sich hinzuleben, sondern ich bin ein Fan davon, immer bis zum zweiten Paket zu arbeiten. Wir haben eine Art Pakete. Und wir sind gerade beim zweiten Notfallpaket. Benötigen dringend Waffen. Wir haben zwar nicht viel Geld, aber da ist ein... Du willst mir sagen, ihr habt vielleicht 10 Pistolen im Lager, wollt ihr mich verarschen? Nein, das zweite Sicherheitspaket sind nicht 10 Pistolen. Es ist eine, wir haben Pistolen im Lager, ja, aber nicht genug, um einen ordentlichen... Ich kenne keine Zahlen, also kann ich nicht urteilen. Ich gehe momentan von 150 bis 200 aus.
Wie kommst du auf diese Zahl? Ich frag mich auch. Meine Rechnung. Also, 10 Pistolen könnt ihr kaufen. Wir haben, 35 Pistolen. Nein, und 10, das 50. Ich nicht. Doch. Es ergibt, die Rechnung ergibt gar keinen Kann Sinn. Kann ich dir in dein Lager schauen? Schau. Soll ja, der, soll schau der. Nach. Schau, Bruder. Komm. Genau. Aber sag, wenn weniger ist, dann soll er uns verkaufen. Nicht, dass er mir trotzdem nichts gibt. Der bekommt Herzinfarkt, wenn er kommt, wie wenig. Ja, wir werden das tun. Il Mafia, ich würde gerne einmal dein ehrliches Wort haben. Wie viele Waffen habt ihr? Also, wenn wir alles zusammentun, kommen wir circa auf die 35 Pistolen und 10 50er. Im Lager haben wir sogar noch weniger. Und ich rechne die Waffen gerade mit, die die Leute noch bei sich tragen. Wirklich? Jetzt werden die uns abklären. Naja, gefällt mir gar nicht, wie die alle wach werden. Nochmal, bitte, red mal laut. Aber ich habe einen Vorschlag, Mr. Bitcoin. Ihr habt 8 SNS von einem Zivi bekommen. Wieso lügt ihr mich an? Das sind SNS-Pistolen, die rechnen wir noch nicht mit. Ah, und sagen wir mal SNS-Pistolen drauf. Wie viel habt ihr dann? 800? 8000? Nein. 8 Millionen? Mr. Wie Bitcoin, viel? Das Bezahlen ist kein Problem, denn wir können auch mit Kryptowährung bezahlen. Wie unangenehm. Das war das zweite Mal. Oh mein Gott. Das ist ein gefährliches Wort, weil wenn ich es jetzt aussprechen würde, dann würdet ihr nicht mehr lachen. Naja, wenn du es jetzt aussprechen würdest, dann könnten wir dir nicht einen guten Deal anbieten. Einen sehr guten Deal. Für wie viel wirst du aktuell dein Schwarzgeld? 5%. Das ist eine Lüge. Nein. Sure. Du weißt, was für ein Tag heute ist. Also überleg dir ganz genau, was aus deinem Mund jetzt kommt. John Rees wird euch jetzt erklären, wie wir waschen und nicht. Der kann Prozent aktuell. Für 5%. Schwör mal, John Rees. Also ihr könnt lügen und keinen guten Deal bekommen. Oder ihr könnt die Wahrheit sagen und einen besseren Deal bekommen. Hast du gerade nicht zugehört? Mr. Bitcoin hat gesagt, für 5%. Ja, was er gesagt hat und was die Wahrheit ist, sind zwei Paar Schuhe. Ja, Leute, dass du sowieso nichts glaubst, was irgendjemand dir sagt. Ja, aber scheiß drauf. Lass einfach Normalwaffen kaufen, Bruder. Der Arme. Der versucht gerade irgendwas zu denken. Du niemandem glauben, der dir gegenübersteht. Ja, okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir kaufen einfach die Waffen so. Wenn ihr euch auf nichts einlassen wollt und eure Kali-Attitüde weiterführen wollt, dann macht das so. Taylor! Also, wie gesagt, Taylor Bohren, Trag ein, Young and Reckless. 10 Pistolen, 5 30er. 5 3. Das ist zu wenig. Nein, für euch nicht, ihr habt genug Waffen. Wir haben nicht genug, sonst würden wir nicht hier sein. Ihr habt genug Waffen. Ihr habt genug Pistolas und das weiß ich ganz genau. Und haben wir nicht. Noch. Wir sagten doch, schau unser Lager an. Floyd hat seine restlichen Sachen aus Santa mitgenommen. Komm hier mit, komm mit. Ich geb dir den Schlüssel. Ich geb dir den Schlüssel. Ein Lager sagt nichts aus, es gibt noch Autos, Eigenbestände. Hast du bekommen? Schau mal, ob du den Schlüssel bekommen hast. Ich hab im Young Reckless Trick immer gesehen, wie die Waffen aus Autos rausgehört haben. Ich weiß. Hast du bekommen? Nein, das Lager sagt nichts aus. Er hat doch gesagt, dass wir ein Notfallding haben. Aber das hat doch nichts zu bedeuten. Weißt du was, dann scheiß drauf. Dann kriegen wir halt keine Waffen. Also gehen, Leute. Das zeigt mir nur, dass Kali Angst hat und uns keine Waffen verkaufen will. Komm mal her, komm mal her. Alles gut, alles gut. Nein, komm du. Wenn du mit mir reden willst, dann komm du zu mir. Ich bin so gleich Schüsse von hinten, ne? Ihr sagt euch ja, ehrlich. Dann sei doch ready, Bruder. Muffin, du läufst gegen was? Boah, ich hatte zu lachen. Helf mir doch, Bruder. Was machst